Verwandlung. Sag ich ja. Aber ich kenne den Roman, ja. Ich kann den auch nicht spielen. Dieser Roman. Na gut. Aber die Map ist in HD. Nice. So krank die alle bei mir rum. Jetzt ist der eine auch noch da, das ist nicht so klug. Ich habe den Roli gefunden in der Mitte. Und der Roli war vor 15 Sekunden bei dem Büro mit diesem Access Card swipen. Dann ist er weggelaufen. Ich muss mir die Karte aufmachen. Ja, Mitte da halt, wenn es ganz runter gehst von der Cafeteria war er. Storage. Ja, genau, Storage. Danke. Wo in Storage? Oh, ganz unten dort, wo du normalerweise die Blätter rauslässt. Ach, da rechts unten, okay. Deswegen ist mir nichts aufgefallen, als ich da. Ja, weil ich bin nämlich gerade von Electricity to Admin gelaufen. Ja, mich auch. Ja, es sind halt echt viele von Electricity rausgelaufen. Ja. Ich kann momentan auch nur für Glotzi und Zerg quatschen, mit denen ich sehr lange alleine herumgelaufen bin und nichts gemacht habe. Ich habe euch aber ja, gesehen, wir waren ganz am Anfang. Entschuldigung, wir waren ganz am Anfang zusammen, da hätte ich ja noch nicht killen können. Aber ja. Kann irgendwer für Kitora watchen? Ja, definitiv, weil ich war, bevor alle in Electrical reingelaufen sind, war ich mit ihm drinnen und hab gewired. Der hat mich nicht umgebracht, da waren nur wir zwei drinnen. Ich habe ihn auch gesehen, wie er, glaube ich, im Reaktor war und dann noch Lower Engine gegangen ist. Ja. Der war sicher nicht ich bin in. Ich bin in Electrical rein, als ihr rausgekommen seid. Aber. Mark und Glotzi. Bist du Reaktor gewesen? Ich bin hingelaufen, aber dann war es schon Resolve gewesen, bevor ich also, da war. Da muss ich auch sagen, ich weiß nicht, ob er drinnen war. Ich dachte, weil da waren relativ viele. Ich habe nur gesehen, wie er dann mit Glotzi und mir Richtung Lower Engine und dann haben sich die Wege getrennt, weil Glotzi und ich weiter nach Electric gegangen sind und er nach Lower Engine links runter. Ich war hinter Sensor und sein Kind hinter ihm herlaufen sehen, aber ihn selbst nicht. Und dann war es schon vorbei. Ein Name ist noch nicht gefallen, wo war der Martin die ganze Zeit? Am Anfang war ich Karte swipen. Mit dem Orange war, glaube ich, dort auch dabei. Schon Reaktor ausmachen. Und dann. Naja, es gibt mal. Das bringt ja nichts. Keine Ahnung, in Electric waren halt etliche Leute, aber. Gut. Wissen eigentlich die beiden Imposter, wer ist? Ja. Ja, die kennen sich.
So, ich bin zum Lightfixen gegangen und habe gesehen, dass der Report-Button aufgeploppt ist. Wo genau Glotzi gelegen hat, aber er muss irgendwo eine Electrical im unteren Bereich gelegen haben. Ich habe eigentlich so gut wie gar keinen gesehen, außer jetzt da in Admin, muss das Mark gewesen sein. Ich war nicht in Admin. Ich habe irgendwas, aber du bist rosa, oder? Ich bin rosa, aber ich war nicht in Admin. Ich war links oben in Cafeteria mit Glotzi, der hat dort auch, ich weiß nicht, welche Task man dort macht. Ich habe Wires gemacht, glaube ich. Wir beide waren in Admin. Okay. Okay, aber du bist... Also ich habe gedacht, das ist rosa oder lila, weil es kein Licht war. Ich habe nur beim Vorbeilaufen, wo ich was gesehen. Welche Farbe hast du gehabt? Du bist rosa. Mann. Ich bin rosa. Ja, deswegen dachte ich eigentlich, es ist grün. Du bist grün. Also dunkelgrün. Passt. Nein, weil ich war Admin. Moment, nein, ich war mit Zerg in Admin. Der ist dann rausgelaufen. Was? Genau, ich bin da noch. Ja, ich nicht gesehen. Zerg habe ich bei Weapons und O2 so gesehen. Das kann nicht. Wie willst du mich dort gesehen haben? Ich bin von unten gekommen und ich war hauptsächlich alleine. Ja, ich bin in Navigation gestanden und du bist dorthin gelaufen und hast wahrscheinlich das Wiring gemacht. Kann gewesen sein, weiß ich nicht mehr, aber im O2 dann war... Also du bist halt draufgegangen. Ja genau, im aber O2 war dann niemand mehr und im Weapons auch niemand mehr. Dora, hast du nicht gerade gesagt, du warst in Electrical, um die Lights zu fixen? Ja, da bin ich gerade von Admin rübergelaufen, um zu fixen und habe dann die Leiche... Also die Leiche habe ich nicht gesehen, sondern ich habe den Report-Button gesehen. Ja, und sagst du dann jetzt, wo der Report war, war ich in Admin drin und du sagst, da warst du drinnen. Davor war ich da. Ich habe es gerade gesagt, ich war mit Zerg zusammen mit Admin. Ich dachte erst, du wärst das, aber nein, es war Zerg, es war gelb. Genau, wir waren am Anfang zusammen, aber sehr schön ein bisschen her. Das ist schon ein bisschen her, ja, weil ich habe noch die Swiping-Scheiße gemacht. Keine Ahnung. Ja, also ich skip. King and Poster, Alter. Ich habe einen Verdacht schon, aber... Ja, immer mit seinem Verdacht. Ob das so gut ist, stellt sich noch heraus. Doch, mein Freund. So, ist das Leak hingelaufen? Sei mal leise, wo ist das Leak hingelaufen? Wann? Ja, erzähl mir, wo du die letzten 10 Sekunden warst. Die letzten 10 Sekunden haben wir uns getroffen, in der rechten Hälfte. Mhm, und wo warst du dann, nachdem ich weitergelaufen bin, ein Vent da war, aber du warst weg? Hä? Ich war unten in Koms, dann waren du die 5 Leute Koms, dort, du bist nicht da bin ich raufgelaufen. Du bist vorbeigegangen. Ja, weiter. Dort habe ich dich gesehen und dann bin ich auch über Weapons in die Cafeteria gelaufen. What the fuck?
Okay, ich habe eine andere Frage. Ich habe jetzt in Sansa gesehen und ich habe mich selber damit gespielt, deshalb weiß ich es nicht. Warum hast du nicht die Comms-Sabotage gefixt? Weil du und der Marc daneben gestanden bist und ich derweil oben noch zwei Tasks gemacht habe und der Michi nicht in den Gang reingelaufen ist zu uns, sondern er ist oben komisch herumgegangen, er ist kurz rein, hat gesehen, es sind zu viele Leute da, ist raufgegangen und ich bin den ganzen Weg raufgegangen und habe ihn nicht mehr gesehen, obwohl Licht an war. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob irgendwer das konfirmen kann. Ja, ich kann nur sagen, ich habe versucht, die Comms zu fixen und ich habe nicht gewusst, wie es geht. Deshalb kann ich das noch irgendwie glauben. Ich habe es auch nicht fertig geschafft, weil ich Comms noch nie gefixt habe, aber ich weiß auf alle Fälle, der Zerg hat mich nicht umgebracht und der Marc hat mich nicht umgebracht. Bei Marc weiß ich auch nicht. Umbringen können, als du rausgehst. Also, du würdest mich genauso umbringen können. Also dir glaube ich, Marc hat entweder einen Cooldown gehabt, weil wir haben neue Leichen. Ich glaube, Slick und Daenerys sind es, wenn ich ehrlich bin. Ich habe die Comms halt dann tatsächlich gefixt, weil sie nicht gefixt wurden, weil ich habe auch kurz überlegt, ob ich nicht wieder weggehe, weil schon zwei Leute dort waren. Aber es Zerg, hat hast du das gut oder hat das jetzt der Nein, Marc ich glaube, das Slick ist auf jeden Fall mal... Sorry. Sersa hat es nicht gefixt, hat gewartet, bis ich quasi fertig bin und dann sind wir gemeinsam rausgelaufen. Sprich, der Zerg könnte genauso so sein. Ja, theoretisch schon, ja. Wen voten wir? Schnell. Zerg. Keine Ahnung, gehen wir da aus. What the fuck? Es ist immer noch ein Kill, oder? Es ist eh over quasi. Ja. Eigentlich. Ja, wieder. Er muss das von Anfang an. Was? Hallo Mama. Bist du da im Poster, du Wichskind? Okay, Michi, warum hast du gerade nicht auf den Report-Button gedrückt? Weil der genau in dem Moment aktiv worden ist, wo ich reinkommen bin. Ich bin mit dem Ehen in der rechten Hälfte vom Schiff die ganze Zeit rumgelaufen. Wir sind gerade erst unten angekommen. Wo liegt die Leiche? Bisschen unter Storage Electrical, also unter Wire. Bin ich aber vorhin vorbeigelaufen, da war keine... Ja, ich bin auch gerade in Storage gelaufen, wollte raufgehen zu Admin. Wo du die Kabeln machst von Storage, da liegt die Leiche. Oh wow. Ach, okay, bei der Tür links oben. Da ja. Okay. Bin ich aber gerade vorbeigelaufen vorne. Das ist Bär! Wo warst du, hast du gesagt? Auf der rechten Seite, was? Auf der rechten. Ja, mit mir O2 und dann Navigation. Und dann Marc tut schon so wieder. Was? Ich weiß von gar nichts. Wo war die Leiche? Was? Was spielen wir? Hä? Wo ist mein Löffel? Den brauche ich heute nicht. Den brauche ich heute nicht. Außerdem habe ich einen. Aber ich war rechts die ganze Zeit nur mit Ghidorah. Ich hatte Zerg ist vorbeigelaufen. Bei oben. Und O2 in der Nähe halt. Ja, also Weapons O2. Ich hab den Filter gereinigt. Gerade mit er war gemeinsam. Also ich habe Mark und Weapons gesehen, danach bin ich nach O2, da war er aber nicht mehr da und wir haben die gleiche Karte gehabt.
später nachkommen. Deswegen frage ich eben, auf der rechten Seite ist mir halt keiner entgegenkommen, außer Zerg. Ja, ich habe Zerg gesehen im O2. Ja, genau. Also ihr seid ganz am Anfang rechts gelaufen? Ja. Ja, ich war nicht Eni und ich waren auch ganz rechts am Anfang. Das kann nicht sein. Das stinkt ja auch gar nicht. Ich war zuerst im Admin und dann bin ich von der Cafeteria dann zu O2. Ja, stimmt, Zerg ist erst später nachgekommen. Kitora und ich sind straight Weapons gelaufen. Ja, und das ist keiner auch nicht sein. Das ist aber so. Alter, wir sind beide hin und haben den Upload gemacht. Wo war der Roli? Also, ich war am Anfang im Admin mit Sensor. Skip jetzt erstmal, aber. Zerg habe ich aber nicht gesehen. Voten wir jetzt oder skippen? Oder? Ich habe gewotet, aber. Ziemlich saß. Nein, ich habe einfach nur recht. Das League ist einfach ein Battle, diese Runde. Ja. Warum sollten zusammen abhängen, wenn es beide Imposter sind? Keinen Sinn. Es war Bea. Okay, passt. Kommt da noch was, oder? Nein, das reicht. Bea ist weggelaufen von O2. Ja, Bea ist weggelaufen von O2, vom oberen. Ja. Und da liegt noch eine Leiche. Okay. Das war leider sehr verdächtig, sorry, Bro. Also Marc und ich sind die ganze Zeit zusammen rumgelaufen. Wir aber mehr als nur die ganze Zeit. Also wenn es einer von uns beiden ist, wäre schon lange einer tot gewesen. Ja, ihr habt euch schon fast selber, weißt du. Ja, das habe ich gesehen. Zerg ist mit mir rumgelaufen. Wir wollten ja gerade einfach Bär. Ja. 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 Wir haben reportet. Ich bin zurückgelaufen zum Reporten. Ah, Rolli skippt auch, interessant. Ui.
er liegt im Electrical. Also Glotzi war das, glaube ich. Okay. Ich habe ihn davor im... Was? Das Problem ist, die Türen sind alle geschlossen worden und die einzigen Personen, was ich gesehen habe, waren Kitora oder Mark. Deshalb bin ich jetzt schon etwas stutzig bei einem von beiden. Bei uns. Wir waren halt schon wieder zu zweit. Wir rennen die ganze Zeit nur zu zweit rum. Und ja. Okay, wo ist Roller? Roli. Hey, Leute, ich habe gerade ein Telefongespräch am Handy. Ich habe jetzt nicht so gut aufgepasst. Die Mama hat gerade angerufen. Das ist ziemlich. Aber ich habe jetzt auch nichts Besonderes gesehen, ehrlich gesagt. Was machen wir gerade? Ich weiß es nicht. Oh ja, ich weiß nicht. Eni könnte ein super sneaky Spiel spielen. Schon wieder. Ist auch schon verdächtig, leider. Ja, aber warum sollte ich dann Bär so rausvoten wollen, wenn schon an der Leiche vorbeilaufen? Ich glaube auch, dass es da, weil Roli war. Und wenn nicht, dann können wir in Eni nächste Runde rausvoten. Also, Sir, jetzt Roli einfach einmal. Ja, ich vote mal für Roli. Und wenn er es nicht war, dann war es der Eni. Oder du. Ich trau halt nur Kitora gerade. Ja. Deswegen habe ich keine Ahnung. Ja, vote halt in Roli. Wenn es nämlich Kitora ist, dann ist er der weltbeste Imposter. Wenn Eni jetzt für mich votet, dann war es er sicher. Das kann ich euch sagen. Nein, das ich skippe. Mal... Ja, dann schmeißen wir halt den Roli raus und... Schauen wir. Ich habe keine Ahnung, ich war links unten in Lower Engine eingesperrt und dann bin ich zurück in Electrical und da lag halt Glotze. Ja, ich war in Upper Engine eingesperrt, deshalb bin ich genauso. So, ich bin wieder da, sorry Leute, das war ein bisschen. Sekunden, skip Votes. Das hilft. Auf wen gehen wir? Auf wen gehen wir? Auf Oli. Auf mich? Das ist nicht leider, ich bin nicht mal da gewesen. GG. Okay. Yeah. Hast du gerade wirklich einen Anruf gehabt? Ja, ich habe gerade mit der Mama telefoniert. So, ich bin wieder dran. Drück das Knöpfchen, für Martin. Danke. Nein. Sind wir schon komplett? Ja, komplett sind wir. Servus! Servus. Alles fit von der Hitten? Ja. Das ist gut. Weiter, 4 Tasks da, what the fuck. Wow, sehr mutig. Ist Glotzi der zweite Imposter, oder was? Nein, ich glaube nicht, oder? Wieso reportet's keiner, what the fuck? Roli war super suspicious, aber er war's nicht, what the fuck. Also, ich bin von Lager gekommen, in die Elektrik und habe einen Roli gefunden. Hast du einen Roli gefunden? Irgendwer ist gestanden in der Elektrik, aber ich habe nicht aufgepasst. Ja, irgendwer hat dann die Tür zugemacht und Kitora ist dann hinter der Tür gestanden. Welche Tür? Hinter der Tür neben Admin zum Storage. Die war geschlossen. Da ja, warst du einmal da. Da war ich gerade durchgekommen, dann ist sie zugegangen hinter mir und ich habe mich erstmal in die erste Gruppe, die da rumstand, gehaddelt, damit ich nicht umgebracht werde von irgendwem. Von welchem Raum reden wir gerade? Storage. Cafeteria runter Storage, dieses T-Stück da. Es gibt dort jetzt nach dem Reingang in Admin und ich war schon in Admin, aber ich wollte nachgehen, aber dann hört der Report an. Also die Person, die was gekillt hat, muss drunter gewesen sein. Also kann es weder Kitora sein noch... Wer war mit mir in Admin? War das noch Bär? Ja. Ich war drinnen, ja. Ja, genau, also du bist kann auch Norden weg. Ja, genau. Ja.
Bär war ziemlich lang wie ein Admin. Der kann ihn nicht gekillt haben. Gut, ich meine, die Leiche kann ja in Electrical schon eine ganze Zeit lang da liegen. Ja, aber ich glaube nicht, dass er von Electrical gekommen ist. Alter, wie er nicht Electrical sagen kann. Weiß wer, wo der Slick liegt? Ja, seid ihr alle blind? Nein, also im rechten Teil schon mal nicht, weil da war ich. Ja, wo warst du überhaupt schon mal? Ja, am Anfang. Mir ist gar nicht gefallen. Ja, wenn keiner was fragt. Marco, bist du hingegangen dann? Ich wollte eigentlich, ich habe mir gedacht so, ja, jetzt suche ich mir Bär aus, dem ich nachlaufe, damit wir uns nicht immer irgendwie killen, aber dann hast du irgendeine Task gemacht und haben mir gedacht, egal. Bin Electric weitergegangen. Was soll das heißen? Beziehungsweise ja. An Electric vorbei und da ist mir, glaube ich, Sensor entgegengekommen. Und dann ist das Licht ausgegangen und dann bin ich auch zu Electric zurück und da waren aber dann Sensor, Slick, noch wer und ich. Und dann weiß ich nichts mehr. Behalte dich im Auge. Ja, ich laufe dir nach, kein Problem. Wer war Reaktor zur Hölle? Kitora und ich haben Reaktor gefixt und da war noch eine dritte Person. Ich bin reingegangen und wollte nachfixen, dann habt ihr zwei das schon gemacht gehabt. Wer war Reaktor oben? Kitora war oben, ich war unten. Wo wolltest du? Leiche ist links oben gewesen. Leiche ist links oben gewesen. Muss gewesen sein, weil ich war unten den Reaktor fixen. Kitora oben. Ich glaube, Nadine, sei nicht böse, aber das ist ein bisschen zu ich bin rein, ich bin reingegangen und bin wieder aber rausgegangen, weil das Schwer, du hättest jemanden rausgehen sehen müssen, das ist sich von der Zeit nicht ausgegangen. Also hast du wen gesehen? Da ist keiner rausgegangen. Nein, da ist da oben nicht eine Klappe. Der muss nicht rausgehen. Wie gesagt, ich wollte die Elektrik wieder machen, meine Tasks. Hab aber dann gesehen, hat dass. Den Knopf aktiviert. Warst das du oder war das er? Das war er. Ich wollte reingehen und habe ihn aber beim Knopf gesehen. Dann habe ich wieder umgedreht. Dann wollte ich raufgehen und dann war aber das Ganze schon erledigt gewesen. Einfach sehr groß. Und oben habe ich aber keinen gesehen. So weit bin ich gar nicht gekommen. Ist wirklich oben ein Schacht? Ja, ich glaube schon. Das ist oben wirklich ein Schacht, aber die Leiche ist links in der Ecke gelegen und mir ist die Nadine entgegengekommen. Deswegen weiß ich jetzt nicht. Ja, da also mit links oben in der Ecke auf Engine oder im Reaktor? Ich hab dich gar nicht gesehen, der links. Noch immer bist. Ich bin von oben von Medical runtergelaufen, während du mir entgegenkommen bist. Ich bin Sensor Violett. Ich hab dich laufen gesehen. Von Reaktor. Ja, ich bin in den Reaktor rein, wollte runter zum Sensor gehen, war aber verwehrt. Und in dem Moment, wie ich umdreht habe und raufgehen wollte, war das Problem schon behoben. Ich bin nicht mehr raufgegangen. Ich bin dann gleich wieder rausgegangen. Ich weiß auch nicht. Eni und Marc sind schon wieder so verdächtig. Weil ich halt einfach gar nichts weiß. Ich habe keine Ahnung. Ja, manchmal hat man so Runden. Alter, bitte bringt's mich um. Nein. Er löst mich. Noch haben wir nicht genug Beweise.
jetzt bin ich gespannt. Alter, was? Ja, was? Ich habe Nadine gesehen, wie sie ihn gefixt hat und du hast den oberen Reaktor gefixt. So, ich würde jetzt gerne mal wissen, wo Klotz ist, weil der hat... Der war ich vorher war drüben. Ja, kann ich dir nämlich auch sagen. Vorherige Runde war ich zusammen mit Mark, bin losgelaufen von Navigation, als der Alarm losgegangen ist. Da bin ich die ganze Strecke mit Mark gelaufen, der kann es bestätigen. Das ist richtig, das stimmt. Die Runde bin ich zuerst nach rechts gegangen zu Weapons, hab dann gesehen, es ist der Alarm losgegangen, bin dann losgelaufen und ungefähr auf Höhe Upper Engine ist der Alarm schon ausgegangen. Da bin ich dann hineingegangen, hab geschaut, liegt da irgendwo eine Leiche, ist das wieder so ein gleiches Spiel, haben dich und habe Mark in Reaktor gesehen und der Bär war drüben in Security und bin dann hochgegangen, wieder rüber Richtung Weapons. Also ich bin ja, meine, ich habe einen Bär, also ich bin im Security im Kreis gelaufen, um zu schauen, ob mich der Bär umbringt, der war safe. Ist mir immer gefährlich nahe gekommen, möchte ich auch ja. sagen. Ja, du bist mir gefährlich nahe gekommen und hast mich trotzdem nicht umgebracht. Ich habe eigentlich geglaubt, dass ihr zwei gerade schaut, was ich mache, weil ich habe vor euch Angst gehabt, dass ich gleich sterbe. Du bist einfach so hingegangen, hast geschaut. Dann ich habe mir gedacht, so, okay, die schauen jetzt beide, was ich mache, weil ich scheinbar irgendwie sus bin oder was auch immer. Und warum dann habe ich nur gesehen, wie Sensor rausgelaufen ist und dann du. Und dann bin ich aus der Security, also aus der Kamera raus und dann bist du wieder zurück zur Kamera gegangen und dann ist, glaube ich, jeder die Emergency-Button drückt worden. Naja, aber die einzigen, die was keine richtigen Alibis hatten, waren Nadine, wo es vorher fragwürdig war. Und da habe ich jetzt wirklich gesehen, dass sie den unteren Reaktor gefixt hat und Martin hat den oberen Reaktor gefixt. Was ist jetzt dein Alibi, Mark? Hä, ich habe gerade gesagt, wo ich war. Ja, aber wer kann das beweisen? Ja, ich habe Sensor und Bär waren neben mir. Ja, und ich habe den Mark auch im Reaktor gesehen. Er war ein bisschen sass zwischen Reaktor und Security, aber er hat nichts Komisches gemacht, ich weiß es nicht. Was macht ihr? Scheiße, das ist schwierig. Er ist vor allem mit Glotzen. Ich würde sagen, wir voten einfach Sensor raus. Was zur Hölle? Nächste Runde eh nicht, sei einfach. Hat irgendwann Christian gesehen, weil der war bei... Okay, Christian ist tot, what the fuck. Okay, wo ist die Leiche? Matt Bay. Ich war jetzt bei Nadine im Admin-Bereich. Das ja, dann können sie eigentlich nur Sensor und Glotti sein. Wo ist der Martin? Ich habe den Christian gesehen, wie er mit mir gemeinsam hochgegangen ist in Cafeteria. Und dann der ist er tot ist dann allerdings. Nein, dann ist er allerdings runtergegangen. Genauso war der Mark, war dann kurz vorher noch bei Dings, bei Metal Grill, bei der Türe, die zu war. Ich bin dann weiter rübergelaufen Richtung Weapons, weil ich will endlich mein Task enden machen, nachdem der Departe-Alarm wieder losgegangen ist. Welchen denn? Asteroiden abschießen, beziehungsweise Navigations, die 4 Punkte da mit dem Flugzeug machen. Ja, das glaube ich ihm, weil ich bin mit ihm, ich wollte auch rüber zu Astrids gehen. Und er ist sofort, wie die Sabotage war, ist er rübergegangen und ich habe halt meinen Passwörter gemacht. Also er ist rein und dann sofort wieder rausgegangen. Ja, weil letzte Runde hieß es, ja, wo bin ich? Und jetzt bin ich extra rübergelaufen. Wen votet der Martin? Ich. Wieso? Was hast du, wo warst du jetzt? Ich weiß, dass der Klotzi bei mir in der Nähe war und mich nicht umgebracht hat. Ja, ich war vorher Reaktor und bin dann runtergelaufen Richtung Storage. Da habe ich diesen Benzinkanister aufgefüllt. Und dann kam der Report. Ich vertraue nur gerade den Klotzi. Wir nehmen, wir müssen irgendeinen raus haben. Go. Ich vertraue auch schon Klotzi. Nadine, weil habe ich das Ganze nicht gesehen. Nadine, was hat hast du gesehen? Das Problem,
Das Problem ist, Sensa hätte mich umbringen können, als wir da vorher gerade in der vorigen Runde beim Reaktor waren. Da ist ein Stück. Ja, außer du bist der andere, weil ich habe mich überhaupt noch nie gesehen. Ja, das stimmt, aber er hat mich weil, auch. Aber warum wurdest du? Weil ich, warum ging's, weil ich jetzt in der ersten Runde war ich mit Marc zusammen. Marc hat danach noch gelebt. Irgendeiner muss jetzt raus. Da war ich ganz weit weg. Mein Boss, das ist nicht cool. Ich nehme ihn. Das ist einfach. Ja, GZ. GZ verloren. Ihr seid ja solche dreckigen Spieler, ne? Ich bin in Madbay, werd umgebracht, Glotzi wendet und ich denk mir, ja, Sensa, machst du dann was? Und er schaut nur so herum und er drückt den Report-Button. Glaubst du, er sagt einmal, dass Glotzi irgendwas gemacht hat? Ich hab mit der Taktik vorhin gewonnen, möchte ich nur sagen. Ja. Ja, weil die anderen dumm waren. Ah, okay. da hört's aus, ihr anderen seid alle dumm. Ewig immer, oder? Im Electrical ist der Berg liegen. Wo bist du hergekommen? Aus dem Vent? Ich bin Upper Engine, Reaktor, Lower Engine und dann zu Electrical gegangen und da ist er dann links oben in der Ecke gelegen. Ich habe keinen einzigen gesehen, auch bei meinem ganzen Weg. Ich war vorher mit Sensor und mit Bär im Electric, bin dann aber rausgegangen. Das waren die letzten zwei, was ich dort gesehen habe. Ja, ich bin aber mit dir ewig lang im Electrical gewesen und hätte dich da auch fünfmal umbringen können. Ja, du hast es vielleicht nicht gemacht, nicht, um ein Alibi zu haben. Bea ist erst danach gekommen, ist dann wieder raufgelaufen. Er ist auch ein bisschen suspicious gewesen, ich bin dann rausgelaufen und bin jetzt im Admin herumgelaufen, wo Zerg und Slick war. Sonst habe ich niemanden gesehen. Wen wurde der schon wieder? Er heißt schon wieder alles. Achso. Sind noch alle da? Ja. Und ja, am Schluss sagt er wieder, er wusste es. Ist gerade einfach nichts gesagt worden, oder? Ja, ja, es ist gerade nichts gesagt worden. Okay, gut. Ich weiß schon, dass zu wenig Verdacht da ist, dass man skippen kann. Ja. Dann skippen wir. Wo hast du den Slick eigentlich gerade gesehen im Admin? An welchem Task? Der war bei Wire, glaube ich. Oder was zwischen Weiher und Tisch, aber ich habe nicht gesehen, was er macht. Da war Zerg und Sleek, habe ich dort gesehen. Ich habe den Upload gemacht, aber okay. Oder was der Upload? Dann noch den Upload. Upload macht Sinn. Ich stehe gerade beim Tisch. Mir ist schon wieder fast nicht eingefallen, was ich gemacht habe. Okay.
Fucking Double Kills, Alter. Was ist passiert? Oh, Alter, da waren vier Leute. Und der hat sich trotzdem killed. Der Scheiß. Ja. Reaktormeldung. Es waren hier zwei drin, Roli und die beiden. Naja, wenn die beiden die Imps sind und uns umbringen. Ich war auf dem Weg zur Cafeteria, um zu melden, dass Eni irgendwen umgebracht hat, da vor Navigation. Weil ich es gesehen habe auf fucking Kamera.